Deswegen konnte ich zum Beispiel, als ich überredet habe vorhin, Stufe 2 wählen, obwohl ich null Intellekt hatte. Gut, wir haben jetzt den Ring. Für sein Trainingslevel im Fähigkeit Cypher einsetzt. Du kannst ein zusätzliches Cypher tragen. Das ist sogar. Wow. Ja, Cypher-Einsatz. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Das sollte ich auf jeden Fall machen. Weil jetzt habe ich das hier. Erhöht das Cypher-Limit eines Charakters für jede Trainingsstufe um 2. Unvermögen verringert sich um 1. Deswegen kann ich hier 2 tragen. Achso, du kannst zusätzliches Cypher, nicht nur ein zusätzliches Cypher tragen. Er zum Beispiel ist im Cypher-Einsatz ungeübt, deswegen kann er nur 1 tragen. Was können wir ihm da geben? Geben wir mal das hier rüber. So. Gut. Are you sure you wouldn't like to be dropped off with someone more responsible? You wouldn't let anything bad happen to me, Allegern. I trust you. Das ist auch schön zu sehen, dass die Gruppenmitglieder hier in dem Spiel wieder miteinander reden. Das habe ich zum Beispiel in Tyranny bis jetzt noch gar nicht richtig gehabt. Ich hatte, glaube ich, noch Zeug, was ich verkaufen wollte. Ja, hier 2 Waffen. Gehen wir mal zu diesem Händler hier. Genau. Auf seine reduzierten Waren kann ich jetzt einen Blick werfen. Er hätte zum Beispiel diese Bus-Sachen hier. Und er hat auch Cypher im Angebot, was ich kaufen könnte. Aber ich will erstmal diese beiden Waffen loswerden, die mir nichts bringen. Und dadurch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ready. Sie hat übrigens keine Waffe. Sie hat nur eine Jacke und ein Hemd an. Und einen polierten Stein. Ich habe keine gebundenen Sachen. Was die Farben bedeuten, weiß ich leider auch noch nicht. Gebe ich mir mal zur Not die Klinge hier, da sie ja mehr auf Geschwindigkeit aus ist, dass sie sich wenigstens etwas verteidigen kann. So, das hier ist die Sklavenbesitzerin. Sie ergreift ein Handgelenk und bleibt stehen. Sie zittert und starrt auf Tol Magur, die oben auf der Plattform steht. Das ist sie. Bringt mich nicht dort hinauf. Zwingt mich nicht, zu ihr zurückzukehren. Sie schaut dich mit weiten, flehenden Augen an. Was hat sie mit dir gemacht? Sie ist eine, wie sagt man, sie steht Menschen. Ihr Ton ist leise und sie hält sich teilweise hinter dir versteckt. Es ist deutlich, dass sie keine Aufmerksamkeit erregen will. Sie fand mich und sagte, ich sei ihr Besitz. Diese Schurken, die nach mir gesucht haben, die wurden von ihr geschickt. Aber ich werde nicht zurückkehren. Ich werde nie wieder zurückkehren. Du wirst nicht zulassen, dass sie mich bekommt, ja? Keine Sorge, ich denke mir was aus, um das im Guten zu lösen. Wenn du ein Sklave bist, dann musst du eine Vereinbarung treffen. Ich werde deine Freiheit arrangieren. Ich kümmere mich um sie und sorge dafür, dass du nie wieder ein Sklave sein musst. Ich denke mir was aus, um das im Guten zu lösen. Also gut, sie scheint vorsichtig, doch vertrauensselig. Sie hat nur 2 Schläger hier oben und sich selber und den dritten da unten. Zur Not packen wir die 3. Ah, da ist mein kleines verlorenes Vögelchen. Ich bin froh, dass ihr sie gefunden habt. Ihr schickt sie einfach hier herüber und wir achten diese Aufgabe als erledigt.
Ich will nicht gehen, flüstert sie. Wir müssen darüber reden, Toll. Ich werde sie euch nicht geben und ich werde euch bluten lassen, wenn ihr versucht, sie zu nehmen. Wir müssen darüber reden. Nein, gebt mir einfach das Mädchen und... Sie legt eine Hand auf ihr Gesicht. Also gut. Ich wollte euch das nicht sagen, aber verdammt. Sie weiß die Zähne zusammen. Hier ist mein schmutziges Geheimnis. Wenn ihr das weiter sagt, werde ich euer Fleisch verbrennen und eure Knochen verteilen. Ich bin eine Verstoßene, so wie ihr. Wollt ihr wissen, warum ich das Mädchen haben will? Weil sie mir hilft, die Gezeiten in mir zu kontrollieren. Sie hält sie davon ab, in die Welt auszubrechen. Ohne Rin wird jeder in meinem Umfeld verletzt oder gar getötet. Wenn ich einen Erwachsenen dafür nehme, stirbt er. Das ist also die Abmachung. Gebt mir das Kind und ich bringe euch bei, eure Gezeiten besser zu kontrollieren. Tut es nicht und nun reden wir lieber nicht darüber, was? Sie streckt Rin die Hand aus. Keine Abmachung, wir müssen das anders regeln. Nein, die Zeit des Redens ist vorbei. Au. Sie starrt dich an und du spürst einen plötzlichen Wirbel in deiner Psyche, eine Kakophonie sich duellierender Emotionen. Sie macht etwas mit den Gezeiten, das sich mit Übelkeit und Verzweiflung erfüllt, der überwältigende Zwang, sich hinzulegen und zu schluchzen. Sie hält inne und ein grimmiges Lächeln auf ihrem Gesicht. Wollt ihr ein Beispiel davon, was Verstoßene zu tun in der Lage sind? Wollt ihr wissen, warum ich das Mädchen haben will? Sie hält mich davon ab, das zu tun. Also gebt sie mir jetzt? Oder leidet unter meinem Fluch, bis ich entscheide, ihn aufzuheben? Ring, geh mit ihr, sie wird sich um dich kümmern. Ich werde sie euch nicht geben und ich werde euch bluten lassen. Wie wäre es hiermit? Ihr hebt den Fluch auf oder ich erzähle dem Kult des Wandelnden Gottes, dass ihr eine Verstoßene seid. Habt ihr gerade die Gezeiten gegen mich eingesetzt? Ist es das, was ihr mit Ring tut? Regelmäßig, sie grinst. Habt ihr ein Problem damit? Ihr sagte, Rin hält eure Kräfte vom ab, Läufe davor zu verletzen oder zu töten. Woher wisst ihr, dass sie das nicht töten wird? Sie wendet ihren Blick von dir an dir. Sie wendet ihren Blick an von dir von Rin. Das tue ich nicht, ich weiß es nicht. Ich ertrage die Gedanken nicht, dass es passieren könnte. Aber diese anderen hier, das sind meine Freunde. Wenn ich Rin verliere, könnte meine Kräfte sie töten. Ihr solltet lernen, eure Kräfte besser zu kontrollieren. Ihr müsst nicht jemand anderen als Schwamm benutzen. Sie spuckt aus, nicht ganz vor deine Füße, aber sichtlich in die Nähe. Sagt die Verstoßene, die ihre eigenen Gezeiten nicht kontrollieren kann. Wenn ihr Rin versklavt, zerstört ihr Leben und ihr Potenzial sowieso. Ihr tötet sie auf diese oder auf eine andere Weise. Sie hat eine wütende, scharfe Antwort vorbereitet, doch sie kommt nicht über die Lippen. Nein, ich lasse sie gehen, wenn... Verdammt. Wer muss Rin werden, ehe eure Kräfte sie töten? Sie ist schon nah genug dran, oder nicht? Sie zuckte mir den Schultern, doch vermeidet den Blickkontakt mit dir. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, wenn ich sie nicht benutze, dann werden andere verletzt. Wie es mir scheint, könnt ihr eure Gezeiten nutzen, um die Gerechtigkeit zu fördern. Wofür haltet ihr mich? Eine Ordnungshüterin, eine Altbewahrerin, ein Levi? Es ist nicht meine Aufgabe, das Gesetz durchzusetzen. Meine Arbeit ist die Sklavenhaltung. Merkt euch das. Und warum benutzt ihr nicht... eure eigenen Anhänger? Sie grinst spöttisch. Habt ihr den Teil verpasst, in der Erwachsene sterben, wenn ich in sie ströme? Keine Option. Ich will keine Spur von Ton und Sterbenden nach mir ziehen. Abgesehen davon, dass es, ihr wisst, schon böse ist, weckt es die Aufmerksamkeit der Behörden. Ihr habt recht, also reden wir. Selikö, sicherlich eine bessere Wahl, als zu versuchen, mich in eine vorherige Entscheidung zu treffen. Also, hebt den... Besser, ihr hebt den Fluch auf oder ich sag's dem Kult. Die spöttische Heiterkeit verschwindet aus ihrem Gesicht und sie spricht langsam und bedächtig. Wenn ihr das tut, werde ich eure Eingeweide über den Hafen verteilen. Ihr werdet diese quäkende Speichellecker nicht auf mich aufmerksam machen. Haben wir uns verstanden? Gut. Also, schickt drin rüber.
Würde der Fluch verschwinden, wenn ich euch töte? Ja, rote Gezeiten. Ihr bedroht mich unentwegt. Es ist beinahe, als wolltet ihr kämpfen. Sie zuckt mit den Schultern. Wie ihr wünscht. Blitzartig hält sie eine Waffe in der Hand und ihre Schergen stürzen sich ins Getümmel. Ja. Krise hat begonnen. Okay, er ist bewegungsunfähig. Und wir wurden debufft. Verwirrung. Und er ist bewegungsunfähig. Ja, ich kann sie angreifen. Ich kann den Sklavenhändler hier angreifen. Ich greife mal den hier an, weil bei ihm habe ich die höchsten Chancen. Prozent machen wir 85%. So. Ich ziehe mich mal etwas zurück, weil ich Fernkämpfer bin. Und schieß mal auf sie. So. Du kannst deine Tätowierung mal anschmeißen. So, aber ich kann ihn nicht bewegen. Dann greife ich ihn mal an. So ist er wenigstens. So ist der Wesens ausgeschalten. Au. Jetzt ist der dran. Der kommt erstmal nur hier hochgelaufen. Au. Das tut weh. Dann haben wir sie. Gut, jetzt ist er wieder dran. Er sollte ordentlich zuhauen können, gut. Sie hat leider keine Fähigkeiten, also... Au, das tut weh. Oh, hat ihn wieder bewegungsunfähig gemacht. Versuchen wir ihm mal den Rest zu geben. So, ziehen uns wieder zurück. Damit ist sie schon mal ausgeschalten. Zu weit entfernt. Also du musst passen. Gut, dann greifen wir ihn mal an. Au. Oh, flankiert, das ist nicht gut. Give a man some elbow room, will you? Schalten wir mal den erst aus. No hard feelings. All right. Bewegen uns mal hier hin.
So, meinen letzten Punkt in Geschwindigkeit benutze ich zum Schießen. Der ist immer noch bewegungsunfähig. Wie lange bist du noch bewegungsunfähig? So, greif ihn an. Er ist flankiert. Der zieht mich jetzt wieder ran. Und macht Aua. Aber da er flankiert ist... Okay, das war daneben. Ah, nee, halt. Du bewegst dich erstmal in seinen Windschatten nach hinten. Dann kannst du ihn da flankieren. Genau, zieh den zu dir ran. Das war jetzt leider nichts. Barely hurting it. So, du kannst ihn jetzt platt machen. So. Du stehst vor Tolls Leiche und kannst schon sehen, wie sich ihr Fleisch wieder zusammensetzt. Sie ist eine Verstoßene wie du und sie ist dabei, wieder zum Leben zu erwachen. Es sei denn, du tust etwas dagegen. Du könntest ihr vielleicht eine Botschaft hinterlassen, ihrem Fleisch eine Narbe zufügen, doch wenn du ihren Körper nicht völlig zerstörst, wird sie wieder erwachen. Du könntest dich auch dazu entscheiden, sie hier zu lassen. Vielleicht ist sie bereit zu vergeben, wenn sie aufwacht. Wer auch immer, du bist jedoch wie auch immer du dich jedoch entscheidest, tu es schnell. Wirf den Körper in eine angrenzende Schlucht, den Körper in Teile zerhacken, ritt seine Beleidigung ihr Fleisch, ritt seine Drohung ihr Fleisch. Leichnam liegen lassen. Ich wünschte, ihr hättet sie nicht getötet. Sie ist aber nicht tot, oder? Wir sollten sie lieber zurücklassen. Ich bin es nicht gewohnt, Feinde in meinem Rücken zurückzulassen. Du weißt aber sicher, was du tun musst. Ja, gehen wir einfach weiter. Er verneigt sich knapp vor Toll. Leb wohl, meine Dame. Ich hoffe, wir sehen uns wieder unter günstigeren Umständen. Wenn Toll mich verfolgen sollte, werde ich es ihr erklären. Ich denke, sie hat ihre Lektion daraus gelernt. Ich möchte nicht diese Art von Exempel statuieren. Du wendest dich rasch von Tolls Körper ab, sie wird zurückkommen und vielleicht wird sie sich daran erinnern, dass du dich dazu entschieden hast, ihr das Leben zu lassen. Ja. Wir können jetzt aber wenigstens ihre Leute ausplündern. Dachte ich jedenfalls. Jo, da ist zum Beispiel wechselndes Geflüster eine Kuriosität. Okay, und yes. Da ist auch noch was. Ein Streitkolben. Jo. Damit haben wir wieder etwas mehr Geld und ich habe ein paar Waffen, die ich verkaufen kann. Kuriositäten packe ich immer bei ihm rein. Hä? Jetzt ist es bei ihm. Dieses dicke, gewöhnliche Buch beinhaltet wechselnde und tanzende Wörter. Wenn es geöffnet wird, bleiben die Wörter unter deinem direkten Blick starr, verleihen aus dem Augenwinkel betrachtet jedoch den Eindruck von Bewegung. Obwohl man sie tatsächlich niemals in Bewegung sieht, so hat sich die Geschichte, die das Buch erzählt, jedes Mal leicht verändert, wenn man es öffnet.
Ja. Gut, wir sind ziemlich angeschlagen und unsere Werte sind recht niedrig. Und wir haben die geliebte Sklavin abgeschlossen. Und auch Belazir und die Bestie. So. Da habt ihr jetzt auch mal einen Kampf gesehen. So, ich verkaufe jetzt noch die Waffen, die ich nicht brauche. Und dann würde ich sagen, war's das mal mit der Spielevorführung. Ich hoffe, ihr findet das Spiel genauso interessant wie ich. Und wie man ja jetzt mittlerweile sehen konnte, wenn man sich das Gebiet und alles so ansieht, es wirkt schon, man sieht schon, dass es mit der Pillars of Eternity Engine gemacht wurde. Was ich aber auch sehr cool finde. Und auch die rundenbasierten Kämpfe finde ich nicht schlecht gemacht. Also man hat gesehen, wir haben ein bisschen Taktik gebraucht. Es war halt blöd, dass Aligern ständig festgebunden war und nie richtig kämpfen konnte. Aber im Großen und Ganzen war es ganz cool. Also, bis bald.